hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge Seven Days to Die. Ohne Hose. In the West. Ohne Hose, nackig im Oberkörper. Habe ich eigentlich meinen geilen Irokesen? Ja, den hast du. Muss ich mal jetzt gucken. Ja, geil, warte. Das habe ich ihn gerade im Inventar gesehen. Ja, lustig. Ich glaube, ich schneide die Folge durch. Wie geht ja, mir geht das ganz gut, ne? Ja, ne? Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Hase blitzeschnelle. Alter, du hast da einen Pfeil in der Hand. Junge, das sieht sehr ungesund aus. Warte. Und jetzt? Jetzt sieht's für mich ungesund aus. Warte, guck, ich zeig dir mal, vielleicht kann man das sehen. Hab ich jetzt auch einen Pfeil? Oh, Alter, das muss verbunden werden! Ja, scheiße. Geil. Ja. Ah, schön. Ja, dritte Folge. Wir leben immer noch. Tag 2, 4 Uhr morgens. Meine Fresse. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ganz ehrlich, ich nicht. Es ist. Ist aber auch. Bist du schon wieder durch die Tür gegangen? Nee. Nein. Ich hab nur. Ich hab die Box hier aufgemacht. Aber hier ist auch nix los, ne? Muss man ja echt mal sagen. Hier ist ja nix los. So. Das ist ja richtig langweilig. Richtig langweilig ist das hier. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall. Du hast doch Blaubeeren, ja. Ne? Magst du mir welche abgeben? Wenn du genug hast, weil ich habe nichts mehr zu fressen. Ich bin kurz vorm Vorhungern gerade. Nö. Da. Muchas gracias, señor. Warte mal, das war nur 15, ne? Also ich habe dir nur eine gegeben. Wie soll ich dir? Das ist ja doof. Wieso, wie viele hast du denn? Naja, ich kann dir 15 Stück geben. Anscheinend ein paar mehr. Geil, ja, geil, geil. Es regnet Blaubeeren. Ja, das nächste Mal packe ich sie dir einfach in die Kiste. Ja, das wäre vielleicht nicht. Oha, die bringen sogar ein bisschen was. Komm, wir futtern hier jetzt gemeinsam hier. Wieso wird's gerade dunkel? Achso. Ja, gemeinsam essen ist ja auch immer schöner, ne? So in Gesellschaft, Gemeinschaft essen. Genau. Ist ja viel angenehmer. Mir ist gerade eingefallen, bevor wir einen Hasen jagen oder so, brauchen wir doch eh noch eine Pfanne oder ein Rost, oder? Wir brauchen, bevor wir einen Hasen... Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Ne, einen Hasen können wir auch am Spieß. Am Spieß? Alter Schön. So, es ist 6 Uhr, es kann weitergehen. Fast wieder voll, ne? Ja, ich werde jetzt erstmal meine Axt komplett. Ein Zombie kommt da gerade. Wo? Das bin ich? Nee, da, oder? Richtung Ost-Süd. Ach, du bist hochgeklettert, okay. Den möchte ich bitte wegsnipern, warte. Kannst du ihn sehen? Ich kann ihn nämlich nicht sehen. Ne, ich sehe ihn auch nicht, aber woher weißt du denn, dass der ist in der Kuhle drin? Der ist in der Kuhle drin. Da vor dir. 12 Uhr ungefähr. Da ist er, jetzt sehe ich ihn, ja. Bäm, Alter! Einfach tot gemacht. Doppelter Schaden übrigens. Ich Idiot! Was? Nein! Ich bin in die Spieße gesprungen, Alter! Wieso das denn? Hab ich doch gesagt, ich Idiot! Ach so, ja. Oh. Alter, wie blöd muss man sein, ey? Hast du noch eine Bandage? Nee. Dann kriegst du das wäre super. Ja, ach so bin ich. Ach, Digi, hey. Oh, scheiße, Alter. Wie kann man nur so bekloppt sein, ey? Wieso, wie bist du denn da gesprungen? Ich war da oben. Mit Q geht das, oder was? Was? Ah ja, hier. Oder hab ich sie jetzt wieder aufgenommen? Also ich... Doch. Ja. Hast du, ne? Dankeschön. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, das merkt ihr das bitte für später. So, wie war das? Axt in die Mitte, Steine daneben. Und Kraften. Kraften. Ja, ich mach mir erstmal eine Hose jetzt hier. Ach was, jetzt ist sie wieder komplett. Ne, das ist doch fett. Ja. Ach, wir brauchen was zum Kochen. Weil Eier muss man aber trotzdem mit einer Pfanne oder sowas, ne? Oder einem Kochen oder so. Also langsam müssen wir uns echt vornehmlich um eine Hose und dann um was zu essen kümmern. Ach, eine Hose kann man aus Gras bauen, hat er gesagt, ne?
Pants. Ich will aber keine Pants. Alter, da springe ich doch glatt, ey. Da wird Sträuchekiller wird wieder feiern, weißt du? Der hat mich schon als Idioten beschrieben. Hab ich auch schon, alter Schwede. Bin ich froh, dass mir keiner zugucken kann. Leute, seid froh, dass ihr mir nicht zugucken könnt. Ihr würdet ausrasten. Das Schlimme ist ja, er hat ja recht. Er hat ja recht. Ja gut, aber... Da springe ich mal so richtig beherzt, weißt du, so richtig scheiße beherzt in die Spieße. Von oben oh, Alter, runter, oder was? Wo kommst du denn her? Schön Zombie im Sonnenuntergang hier. Oh, das ist schön. Ein Zombie-Ding im Sonnenuntergang. What? Ich weiß nicht, ich würde jetzt... Ich bin hunted. Hunted. Oh, voll daneben. Also wenn du noch so ein paar Häuser findest, ne? Mhm. Da könnten halt gute Töpfe drin sein, da in den Herden und so, ne? Ja, ich wollte eigentlich auch gerade looten gehen. So, was macht meine Hose? Bam, Headshot. Bevor du da reingesprungen bist in die Stacheln, wolltest du irgendwas sagen von wegen doppelter Schaden? Ja! Ja, genau. Was wolltest du damit sagen? Boah, ein Kaninchen. Ich wollte damit sagen, dass wenn du halt im Schleichangriff bist, hast du doppelten Schaden. Deswegen. Der hat mir das nämlich auch angezeigt, doppelten Schaden. Kann ich so einen Ofen eigentlich kaputt machen und krieg da Eisen raus? Boah. Weil hier liegen ja auch überall Stahlträger rum und wenn man die zerstört, kriegt man ja Eisen, ne? Ja. Und mit Eisen kann man alles nochmal verstärken. Ja, das gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt dieses Blecheisen und dann gibt es noch dieser Stahl sozusagen. Okay. Jetzt hack ich hier wie ein Blöder auf dem Ofen rum und weiß nicht, ob das was bringt. Ich will jetzt meine Zeit aber auch nicht damit verschwenden. Aha, da ist das Ding kaputt. Und ich habe Scrap Iron, alles klar. Das ist ja Eisen, okay. Na gut. Also das ist echt so ein abgebrannter Wald ohne eine scheiß Hütte. Das ist genau dieser Berg, von dem du geredet hast, diese Berglandschaft. Ja, genau. Da sind wir hier. Das ist ja richtig scheiße. Ja. Hier sind ab und zu mal diese halben Ruinen. Aber mehr findest du hier auch nicht. Oh, ist das ein Wildschwein da hinten? Das krieg ich bestimmt nicht erlegt, oder? Also diese abgefackelten Ruinen, das sind ja genau die, wo du halt auch ziemlich häufig so einen Topf finden kannst, ne? Oh, ich hab ein Wildschwein. Mhm. Hä, sind wir so dicht beieinander? Ja. Das wäre vielleicht auch clever, ne? Beisammen zu bleiben. Ach, hier ist eine Ruine. Ich sollte das Wildschwein eigentlich getroffen haben. Das müsste eigentlich jetzt hier irgendwo tot liegen, ja. Echt? Reicht da eigentlich? Ja, wenn du im Schleichangriff bist. Ach, bei den Wildschweinen auch. Okay, cool. Bam! Stirb, du verfickter Bam. Und wenn da halt irgendwie in der Nähe von unserem... Oh, Alter, das war knapp. Wenn in der Nähe von unserem Haus so ein Kadaver übrig bleibt, musst du den zerstören. Weil die locken halt auch Zombies an. Ah, okay, ja. Dann habe ich das ja eben richtig gemacht. Hinter dir sind übrigens zwei Zombies. Danke. Ja, bitte. Warst du hier schon? Hier ist alles leer. Alter, die haben es aber richtig eilig. Was ist da los? Drei mittlerweile, vier. Was, alle hinter mir her? Also drei auf jeden Fall. Die haben alle so einen Wackelkopf. Und die rennen ab und zu mal. Der dritte bin ich übrigens, der da angekrochen kommt. Nicht, dass er jetzt auf mich schießt. Ich versuch den mal von hinten hier mit der Axt. Wow, voll daneben. Den Pfeil habe ich ja sogar fliegen sehen. Jawohl! Warte, den schnapp ich mir. Komm schon. Ich komme langsam angekrochen. Langsam, aber stetig. Und daneben! Das gibt's doch gar nicht. Hat er mich erwischt? Nee, hat er nicht. Ah, Sneak Damage. Wow, was war das? Achso. Ich bin stunned. Okay. Gar nichts los, alles gut. Sehr gut.
Ja, ich habe irgendwie, ich rieche halt nach Fleisch, das ist das Problem. Das ist Wildschwein, ja, oder was? So, das okay. Das wollte ich tun und ich wollte mir endlich meine Hose machen. Und Hose wird geschrieben. Pants ja, doch, genau. Oder? P-A-N-T-S? Plant Fiber Plants. Ne. Plant. Ah, egal. Gebaut. Gebaut, angezogen, fertig. Wieso willst du dir eine Hose anziehen? Bringt das mehr Rüstung? Ja, das sowieso. Oder was? Alles bringt da irgendwie. Was du anziehst, bringt Rüstung. Dann baue ich mir vielleicht doch eine Hose. Auch wenn ich dagegen bin, aber. Eigentlich bist du gegen Hose. Eigentlich bin ich gegen Hose, weil unser Kanal steht für ohne Hose. Gaming mit Niveau. Ah ja, ohne Hose. Genau, ja, genau. Und man kann jetzt nicht beides haben. Wir können nicht Niveau haben und eine Hose. Dann müssen wir das Niveau runtersenken. Ah ja, das ist halt, das ist so kacke, ne? Also wir werden immer angepasster. Ja, ja, der scheiß ja. Mainstream hat uns. Oh, 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 Zombie. Hunted, wer hat mich jetzt? Ist das der oder wer hat mich jetzt? Alter, ich kann immer nicht fassen, dass ich in diese scheiß Spieße gefallen bin. Ja, ärgerlich. Kann man nur so dumm sein, ey. Alter Schwede, ich hab mit Schießen habe ich es echt nicht so drauf. Das gibt es doch gar nicht. Ach hier, dieses verrottete Fleisch, das brauchst du gar nicht mitnehmen. Kann man das nicht abkochen oder so? Nee. Ärgerlich. Los, komm ran, du Schwein. Jetzt haut er den Stein kaputt. Was hat dir denn der Stein getan? So, ich hab die Tür mal aufgebohrt. Echt? Hat sie jetzt mehr ja. Herz oder was? Cool, jetzt ist die Tür geil. Abgeschlossen. Oh oh. Gar nichts los, alles cool. Was, wieso? Ja, wir müssen irgendwie unsere Hütte müssen wir noch ein bisschen verfeinern, ne? Mit Eisen oder was? Ja, vielleicht aber erstmal überhaupt. Also oben kommt sollte noch so ein Kranz hin, finde ich. Ja. Wie du mir mal gezeigt hattest, ja. Ja, ich bin hier gerade am Looten. Also ich suche jetzt erstmal eine Pfanne. Ich komme nicht zurück, bevor ich. Ja, gute Idee. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Weil langsam kriege ich hier echt Durst. Kriege ich ihn nur ab und zu mal auf den Sack. Das ist ein bisschen ärgerlich. Meine maximale Gesundheit ist auch schon runtergegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Aha. Hast du irgendwas angezeigt? Ich habe zweimal auf den Sack gekriegt. Also da stand zweimal, dass ich gestunt worden bin. Aber sonst hast du da nichts angezeigt. Wie bei mir, dass ich zum Beispiel infiziert bin. Ach, du bist ja infiziert? Ich renne ja mit einem Infizierten rum. 6 Tage noch. Nee, sonst wird mir nichts. Dann muss ich irgendwie ein Heilmittel gefunden haben. Und was ist das Heilmittel oder ist ja, das kann ich weiß Antibiotika. Antibiotika. Ich habe Painkiller. Das ist kein nee. Antibiotika. Leichen zerstören, sagst du, ne? Ja. Also Leichen, also von den Tieren, ne? Ja, aber es liegen doch auch ab und zu mal so eine halben Körper durch. Ich weiß nicht, ob man die auch zerstören muss, das weiß ich gar nicht. Schaden kann es ja nicht. Also zumindest, wenn sie bei uns im Garten liegen. Ja, okay. Weil da hatte ich nämlich vorhin, oder am Anfang eine. Den habe ich zerstört. Also es funktioniert auf jeden Fall. Stones. Und Sticks brauche ich auch noch. Ne, Sticks kann ich mir auch craften. Ach, das kann ich ja alles. Oh, Leute, Leute, Leute. Machst du eigentlich auch die, wenn du was durchsucht hast, so eine Müllsäcke oder sowas, zerstörst du die danach? Weil, warum nicht?
Nach einer gewissen Zeit wird das neu gespawnt. Also da wird wieder aufgefüllt. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie wieder aufgefüllt wird, wenn, ja, wenn man das zerstört hat. Ja, gut, aber es wird ja, ja, okay. Weil ich zerstör's meistens, weil mich das verwirrt. Ich laufe durch die Gegend und denke, oh, Loot. Geh dann hin und da war dann schon ja, dran. Ja, da steht dann immer Untouched drauf. Ja, richtig, aber ich muss ja trotzdem hinlaufen. Ja, oder du merkst dann natürlich, dass du die gelootet hast. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ich habe eine Orientierung wie eine Bockwurst, Alter. Oh, hier ein paar Sticks draus, bitte. Mach damit das Scheißding ein. Sammel das Scheißding ein. Bold. Kann man das eigentlich hören, wenn ich hier was eingebe? Nein. Ich höre nichts. Tastatur meine ich. Okay. Alles klar. Ich muss mir echt noch was mit dem Mikrofon überlegen hier. Das ist unpraktisch. Loot, Loot, wir brauchen Loot. Wer huntet mich jetzt hier? Das ist ja gelogen. Das ist ja gelogen. Oh Mann, ey, ich finde einfach nichts. Das muss doch irgendwie. Langsam müssen wir vielleicht doch nochmal. Aber in diese Riesenstadt gehe ich nicht, Alter. Das ist. Das muss doch irgendwie eine Hütte geben oder sowas. Ah, ich habe Painkillers gefunden. Damit kann ich mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen heilen. Kann man sich heilen? Oh, mein Akku ist gerade leer. Ja, mit Painkillers kannst du halt deine. Ja, deine Lebensbla auffüllen, ne? Ach so, ja krass, okay. Hä, was wäre denn? Was ist hier los? Da, noch einer. Was ist denn für einer? Sieht aus wie eine Moorleiche, mein Freund. Komm, und irgendeiner von den Undetected, von denen hat jetzt hier eine Pfanne mit bei. Come on. Ach Gott. Das Frozen Lumberjack. Er hat gar nichts mit bei. Vielen Dank auch. Oh Mann, oh Mann, ey. Jetzt kann ich nichts mehr essen, weil ich keinen Hunger mehr habe. Ist das scheiße, ey. Ja, wieso willst du was essen? Diese Blaubeeren will ich essen, damit ich was zu trinken habe. Weil die geben mir auch ein bisschen Trinken. Ach, du hast nichts mehr zu saufen. Ja, warte, dann komme ich gleich zurück. Ja, wir brauchen aber einen Topf. Ja. Es nützt ja nichts, wenn halt, wir brauchen einfach einen Topf. Wie kann man den denn craften? Mit einer Studie, oder? Ich befürchte ja. Scheiße. Nee, das geht nicht. Das können wir noch nicht machen. Das überleben wir noch nicht. Ja, ich habe hier noch eine Ruine. Gucken, ob ich da ungesehen hinkomme. Oh, die Folge ist ja auch schon gleich wieder zu Ende. Mann, 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 Mann. Was das alles gibt. Oh, da sind ganz viele Mülltüten. Also wenn da nichts zwischen ist, weiß ich auch nicht. Dann hat das Spiel was gegen uns. Dann wird's auch persönlich hier. Okay. Und nix. Komm schon, Ofen, komm schon. Nix. Kaputt, kaputt, kaputt. Nix. Pass auf, jetzt im Vogelnest. Im Vogelnest sind drei Eier. Ich wollte eigentlich drei Pfannen sagen, aber dann waren es tatsächlich drei Eier. Ach komm schon, ey, irgendwo muss doch hier. Topf sein, ne? Hm. Oh, Metall. Weißt du eigentlich, ich hatte vorhin, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich nochmal geschrieben, ob die Leute Fragen für uns haben oder an uns haben.
oder Themen haben, über die wir reden können. Ja, gute Idee. Ne? Aber ich muss sagen, bei dem Spiel hier fällt mir das sehr schwer, über irgendwas anderes zu reden als über das Spiel. Boah, ich habe endlich ein anderes Biotop gefunden. Ja. Ja? Das ist schon mal was. Weil man muss sich hier so auf das Spiel konzentrieren. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig, ey. Willst du tschüss sagen? Ich muss mal mir eine andere Ansage überlegen. Schön, dass ihr uns geblickt habt. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Das ist der dritte Teil gewesen, jawohl, von unserem Let's Play 7 Days to Die und ja. Mit dem fabelhaften Dre und mir, dem DigiHate. Alter, das ist cool hier. Das ist cool hier. Mit den Absage. Ja, das ist hier, also hier müssen wir wahrscheinlich nochmal hin. Also seht ihr in der nächsten Folge, wie das da, wo DigiHate jetzt ist, genau, richtig abgeht. Genau, also, ja. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Wir auf jeden Fall. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das ist cool hier. Ich hab, das müssen wir unbedingt hier mal...